So, und damit hallo und herzlich willkommen zum, ich nenne es mal angezockt, der Closed Beta von Die Siedler. Hat ja in den Medien viel negative Kritik bekommen, aber entgegen der 500 Kommentare im Livestream-Chat von wegen, nee, das soll scheiße sein, überzeuge ich mich jetzt lieber selber. Wir spielen die Closed Beta, wie gesagt, vielen Dank an Ubisoft für den Zugang. Und aktuell noch in Englisch, aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ist ja ein Aufbauspiel, wir haben ja die anderen Siedler gesuchtet, also ich zumindest. Und wir starten. Wie gesagt, Closed Beta Wochenende. Guck mal bei der Grafik. Du kannst hier nichts umstellen. Also Anti-Aliasing ist auf Low. Aber der hat jetzt schon mal auf Ultra High gewechselt. Vorher stand da überall Mittel, Medium und so. Das heißt, der berechnet das, glaube ich, selber. Ich spiele das Ganze übrigens mit einer 3080 Ti. In Full HD. Aber man kann halt nichts einstellen an Grafik. Finde ich ein bisschen schade, aber vorher stand da nur Medium, wo ich das erste Mal gestartet hatte. Naja, so. Okay, wir legen los. Und zwar kann man in der Closed Beta nur die Tutorials spielen. Oder halt gegen KI oder andere Spieler. Ich mache jetzt erstmal die Tutorials. Wir fangen mit den Basics an und lernen die normalen Grundlagen, würde ich mal sagen. So. Also das Ganze ist noch nicht auf volle Grafikeinstellung. Ich bin mal gespannt. Sieht aber schon auf jeden Fall sehr, sehr schick aus, finde ich. Okay, hier ist ein bisschen unscharf. Hier haben wir noch Textur nicht geladen, glaube ich. So, Introduction. So, also, wie man die Kamera bewegt, das wird wohl jedem klar sein. WASD, man kann aber die Maus an die Ränder machen. Okay, man kann hier drehen, aber nur ruckartig. Finde ich ein bisschen blöd, ehrlich gesagt, dass man hier nur ruckartig, also Q und E. Naja, so, wir haben einen ungebauten, wie gesagt, ich habe schon mal 10 Minuten reingeguckt, deswegen weiß ich den Anfang schon. Wir haben eine umgebaute Holzfällerhütte, die klicken wir schon mal an. Grafisch gesehen, finde ich, ist es aber ganz schick eigentlich. So, die machen jetzt ihr eigenes Ding hier, das sind unsere ganz normalen Bürger. Ach, guck mal, der hat gegrüßt. Habe ich so unterbrochen irgendwie, aber der hat gerade den Arm gehoben. So, also ich muss sagen, aber grafisch kann man schon sagen, sieht das schick aus. Auch wenn es jetzt noch nicht komplett auf Ultra ist, aber hat was. So. Okay, wir sollen unsere Baumeister, unsere Engineers, sollen wir sagen, wir sollen das hier fertig bauen. Machen wir mal. Wie gesagt, ich bin ja auch kein Siedler-Anfänger. Mach mir selber gerne ein Bild. Ist jetzt zwar auch schon wieder, weiß ich nicht, 4 Jahre her, wo ich Siedler gespielt habe. Ich weiß gar nicht, welches das letzte Siedler war, was ich gespielt habe. Ich glaube, das letzte, das neueste quasi, also das vor dem hier, habe ich nicht gespielt tatsächlich. Aber auch andere Aufbauspiele wie Anno und hast du nicht gesehen, habe ich ja auch alle gesuchtet, also Aufbau, Survival, Aufbaustrategie, Zeugs ist auf jeden Fall nicht fern. Waren die Figuren schon immer so klein? Die waren sogar noch kleiner. Hä, hast du mal das alte Siedler? Da waren die so, Minimum. Da waren die sogar noch kleiner, glaube ich, und verpixelt. So, Blueprints, Straßen, genau. Also, wie bei jedem Aufbauspiel müssen wir das Ganze mit Straßen verbinden. Hier sehen wir übrigens, was man so noch bauen kann. Eine Fischerhütte, eine Farm, eine Windmühle, eine Bäckerei. Es wurde ja viel gemeckert. Wie gesagt, jeder, der sich mit dem Spiel schon beschäftigt hat, wird über das GameStar-Video gestolpert sein, über Mimimimoris. Und ich fand sein Video übertrieben, ehrlich gesagt. Nur weil es jetzt nicht so ist wie in seinen Träumen, alles klein und schlecht zu reden, finde ich übertrieben, ehrlich gesagt. Er hat zwar mit vielen, oder sagen wir, mit einigen Sachen recht, so 50-50, aber vieles ist auch einfach überspitzt. Meiner Meinung nach, ich mache mir lieber selber ein Bild über das Game, als halt nur so ein Mimimi-Video. Ich weiß nicht, wie lange das geht. 30 Minuten. Nur Mimimi, das ist nicht so wie damals. Und ich habe mir viel mehr erwartet. Und das war ganz anders angekündigt. Sag mir mal ein Spiel, was angekündigt ist und genauso rauskommt, wie es angekündigt wurde. Eins. Aber da sind ja die Meinungen unterschiedlich. Auch No Hate gegen GameStar oder Maurice. Aber ich fand das Video einfach zu übertrieben. So, hier haben wir noch die Minen. Okay. Was haben wir da noch so? Toolmaker, also Werkzeuge, bla bla bla. Es wurde halt wohl ganz schön eingekürzt, was Bearbeitungsstrecken angeht. Und wir sollen jetzt erstmal die normale Straße, nenne ich es mal. Dirt Road, also Sandweg. So, wir müssen da unten, also so.
Was ich hier schon sehe, was ich persönlich nicht so geil finde, seit welchem Siedler gibt's denn Kacheln? Also die ersten Siedler, die ich so gespielt habe, sind halt wie gesagt schon eine Weile her. Siedler 3, wie gesagt, habe ich vorher totgesuchtet, Gold Edition gehabt. Aber mit den Kacheln? Das Problem ist halt auch, wenn du viele Spiele spielst, dann viele durcheinander, dann weißt du irgendwann auch nicht mehr, hatten die jetzt schon immer Kacheln? Hatten die nicht Kacheln? Tetris auf dem Gameboy oder Snake auf dem Nokia. Ist so rausgekommen wie angekündigt, alles klar. War das etwa Kritik? Oha, wie er da gleich Kerak in den Chat haut. So. Nicht den General rufen. So. Okay, weiter geht's. Ja, okay. Ja, halt nur. Ja, Produktion stoppen, starten. So, jetzt steht da Working, also es arbeitet. Aber so von der Aufmachung finde ich es mega übersichtlich. Wenn ihr mich fragt. Also ich überdecke jetzt hier auch nichts, Leute. Also hier ist auf der Seite, wo ich gerade bin. Ich kann meine Kamera kurz ausmachen. Da. Da ist nix. Nothing. Wobei die Stream-Nummer stimmt nicht mehr. Wir müssen eh kurz warten. So, wir sollen hier, guck mal, die bringen also Holz jetzt alleine dahin. Zur Sägemühle. In der Zeit stelle ich das mal kurz ein, weil wir müssen eh warten. Kann man nicht vorspulen? Nee, vorspulen kann man gar nicht, ja? Aber ich finde es sehr, sehr übersichtlich. Also wenn ihr mich fragt, oben die Bürger, dann die Ressourcen rechts daneben. Unten links eine Karte, also von der Aufmachung her finde ich es sehr, sehr userfreundlich. Um das jetzt auch mal kritisch zu bewerten hier. So, spiele die Siedler 3 heute noch, weil es mit eins der besten Siedler ist. Ja, ich hatte diese Gold Edition tatsächlich. Da hast du auch zwei CDs, glaube ich. Die war auf jeden Fall so dick. War so eine dicke Siedler-CD von damals. Ich hab die, irgendwo habe ich die noch, glaube ich. Das sieht gut aus, ordentlich. Ja, finde ich auch. Also bis jetzt macht es einen guten Eindruck. Klar ist das nicht immer so, wie man sich das vorstellt und dedede. Aber naja, man muss halt auch damit leben. Das ist halt deren Spiel. Du kannst denen noch nicht vorschreiben, was sie machen sollen. Da jetzt alles in Grund und Boden zu reden. So, New Lumberjack ist neu. Warhouse. New Constructions. Victory is ours. Ach, das war schon das erste Tutorial. Alles klar. Ich glaube, so viel Content haben wir leider auch noch nicht. Aber es ist ja auch die erste Closed Beta. Die wollen gucken, wie es läuft, wie die Leute zufrieden sind. So, okay. Dann kommen wir jetzt zum Krieg, würde ich sagen. Also, wie man kämpft. Bin gespannt. War ja sehr, sehr kurz. Aber wie gesagt, deswegen, ich nehme das auch am Stück auf. Werde hier nichts irgendwie zusammencutten. Wir gucken uns das an und dann. Ich mache mal eine Runde gegen die KI. Aber ich mag Aufbauspiele auch. Also ich bin ja zwar viel bekannt für Survival Games, aber Aufbauspiele ist halt auch genau mein Ding. Mag das einfach. Aber ich habe immer die dumme Eigenschaft zu versuchen, schön zu bauen. Und das ist bei Aufbauspielen halt manchmal tödlich, weil du halt viel zu viel Zeit brauchst. Oder zu viel Ressourcen. So, okay. Select the Militaries. Was halt witzig ist, dass die Tutorial-Dinger immer ein Buch über darüber haben. Jawohl! Ich soll sie zu dem. Wohin soll ich die senden? Quickly. To the Market Area. Wo ist denn hier markiert? Hier hinten. Ah ja. So, da sind sie. Guck. Ich würde sogar gerne noch näher ranzoomen. Tech. Ja, ja, wartet. Wir stellen uns erstmal hier an der Grenze auf. Ich würde sogar gerne noch näher. Die greifen schon an! Attacke! Aber nicht gewettet. Da kam eine Rakete. Health. Okay. You have. Da kam gerade eine Rakete hoch, habt ihr gesehen? So, attack the building. Optional heal before you attack. Ich soll die heilen. Aber die haben hier nichts zu tun. Ist es richtig verstanden, dass die sich hier am Dingsbums heilen? Hier, da sind welche, die sind verletzt. Dass die sich jetzt in der Mitte heilen? Vielleicht braucht man doch da eine Heilerhütte für. War das zumindest damals. Ah ja, guck mal. Wow, die sind instant wieder geheilt.
Welche Spiele hast du noch so gerne gespielt, beziehungsweise auf welche hättest du Lust? Ich weiß nicht, ob jemand von früher noch Praetorians kennt. Praetorians waren richtig cool, die heilen sich gar nicht, oder? Ah, doch. Warte mal, da. Praetorians war damals ein richtig geiles Spiel. Dann fand ich The Culture oder nur Culture, fand ich ganz geil, wie die dann immer in den Höhlen Liebe gemacht haben. Immer so mit so Herzchen, fand ich ganz witzig. Ansonsten, ja, Siedler. Wie gesagt, ich freue mich eigentlich auch auf das Siedler. Wie gesagt, bis jetzt macht es einen guten Eindruck. Mal gucken. Klar muss man immer Abstriche machen, wie gesagt. Aber ich finde es bis jetzt ganz nice eigentlich. Es ist übersichtlich, es hat eine schöne Grafik. Ist halt ein Aufbauspiel. Jedes Aufbauspiel ist irgendwo fast gleich. Ansonsten, Anno habe ich mich ein bisschen tatsächlich überzockt. Sagen wir es so. Das habe ich auch mit Gabax noch ewig gesuchtet. Im Multiplayer gegeneinander. Ist das noch eine von mir? Ach, das ist eine Heilerin, guck mal. Mit Y kann die heilen, oder? Who's my target? Ist jetzt eine Heilerin oder was ist das? Okay. So. Aber die greifen doch gar nicht weiter an. Oder habe ich das jetzt schon quasi besiegt? Okay, die sind geflüchtet. Soll das hier angreifen? Attacke! Aber sonst Aufbauspiele technisch wüsste ich jetzt gerade nicht. Stronghold war natürlich auch nice damals. Weil ihr seht schon, ich bin eher so in die Mittelalter-Richtung. Klar gibt es jetzt hier auch Command & Conquer und so ein Quatsch, aber das war nie so meins, gebe ich zu. Guck mal, die werfen. Was werfen die denn hier? Fackeln oder was? Tatsächlich, die werfen Fackeln, die werfen alle Fackeln. Weil das sieht schon nice aus. Der Armbrust kommen sie an hier. Dass die mal nicht ihre eigenen treffen. Herr der Ringe war auch nice. Gab es ja auch Strategiespiel, Mittelerde. Gibt viele gute eigentlich. Ist jetzt gar nicht genau, was ich nochmal spielen wollen würde. Was sieht schon nice, wie das abfackelt. Sieht schon nice aus, finde ich. Also da kann man nichts sagen, du. Das ist hübsch gemacht. Enemy in sight. So. I need a break. Destroy the Warhouse. Ist da oben. Das hier sind die berüchtigten Türme. Die schießen jetzt wahrscheinlich. Wo haben wir einen überall gesehen? Wow, guck mal, der macht hier. Guck mal, der macht hier Pfeilregen. Wow, zieht euch mal zurück, ja, also, bis das zu Ende ist. Okay, ist zu Ende. Wow, guck mal, ich habe gleich keine Truppen mehr. Hab ich dann verloren? Komm, dann können wir dich auch noch opfern. Ich glaube, das soll so sein, oder? Damit ich mir jetzt neue crafte oder so, vielleicht? Hä? Hallo? Und jetzt? Haben wir einen Bug gefunden? Auf der Karte sehe ich auch keinen mehr von mir. Ich glaube, wir haben verloren. Select, destroy the enemy warhouse, also das Ding hier. Das heilt wieder. Ja, wir haben es verkackt. Ganz einfach. Aber finde ich auch ganz gut, um das mal zu sehen, dass man, aber dass jetzt keine Meldung kommt. Da ist ja ein Fehler in der Matrix, meiner Meinung nach. Aber meiner Meinung nach ist deine Meinung Rat hier einfach nicht gefragt. Okay. Kalchas und Siedler habe ich gesuchtet früher. Ja, Kalchas habe ich auch gesuchtet tatsächlich. Age of Empires, stimmt, gab es auch noch. Bei Age of Empires habe ich nicht so viel gesuchtet wie Siedler damals. Also Siedler habe ich schon extrem gesuchtet. Was waren denn so eure Spiele? Eure Aufbauspiele, Strategiespiele? Die ihr so gesuchtet hab. So, okay, machen wir nochmal neu.
Sammelt euch! Ja, man muss die halt zwischendurch heilen. Ganz wichtig. Enemy in sight. Weil gegen die Türmchen da, das wird schon nicht einfach. Das ist so eklig verschwommen. So. Gib ihm. Boah, jetzt haben wir hier so einen Typi gekriegt. Was kann der denn oder die? Ritualist. Der performs Rituals. So, wenn ich jetzt sage, die 1. Ne, beziehungsweise Y, wa? Ah. Jetzt kann sie nichts mehr, oder was? Ah, das hat einen Cooldown, guck mal. Ah, okay, die haben aber noch verschiedene Attacken dann. Nice. Ah ja. Okay, ziehen wir weiter. Ziehen wir weiter in den Krieg. Gibt's da noch verschiedene Völker auf jeden Fall. Mal hier sehe ich auch Steinvorkommen. Das ist sehr schick bis jetzt. Da leckt's. Ich denke, wie es geleckt hat. Boah, die lassen das zu, dass ich da hinwerfe. Okay, KI ist on point, Leute. Turrican, was ist das denn? Command Conquer und Siedler, okay. Our army is under attack. Aber die kann immer nur einen heilen. Die kann jetzt nicht Ritual flächendeckend machen. Aber ich muss sagen, das mit dem Feuer sieht schon nice aus. Oder Chat, wie findet ihr das mit dem Feuer? Das sieht schon nice aus. Ist zwar nicht ganz so nice wie bei Icarus, aber... So. Your base. Enemy in sight. I need some rest. Was wollen die denn hier immer? Just a scratch. Ach, guck mal, hier, ich habe noch neue. Habe ich die vorher auch bekommen? Ja, die hatte ich doch vorher nicht, die komischen Ochsen. Okay, ich habe noch welche, die sind kaputt. Das bedeutet... Zylon, einmal heilen bitte. Any marks? Ja, nur zwei, die Aua haben. Ich hab übelst, hier sind irgendwelche Bullen. Guck mal, die werden größer, seht ihr das? Wenn ich wegzoome, werden die größer. Achtet mal auf die Bullen, die werden größer. Die skalieren mit, so ein bisschen zumindest. Wer ist denn jetzt von euch das? Du da, wa? Stay safe! Stay safe! Okay, das haben wir. Die habe ich doch vorhin nicht bekommen. Ach, auf jetzt, die standen da nicht. Nun 2000. Ah, die Völker. Aber die Völker, das war so mit so... Ich habe da irgendwie so Ameisengesichter im Kopf. Boah, aber die Fische sehen auch schön aus hier. So ein bisschen auch die Map angucken hier, wa? Wenn man hier so findet. Wer macht hier fleißig weiter? So, okay, gut. Jetzt haben wir diese komischen Feuerbullen da. Was auch immer das, was auch immer die auf dem Rücken haben. Die sind extra da für die Dingsbums-Zerstörung. Die Gebäudezerstörung. Aber die tanzen da. Er macht da Musik und wir sollen die jetzt niederschlachten? Eieiei, okay. Okay, wenn es denn sein muss. Die Frage ist ja... Wartet mal. Ja, guck mal, jetzt hat er das schon aktiviert. Wir gehen zurück. Das wird ja auch einen Cooldown haben. Renn doch da jetzt nicht rein, ich bin nicht bescheuert, Junge. Ah, Strategie und so. So, jetzt ist vorbei. Jetzt können wir angreifen.
Uff da! Bam, ist mal direkt einen fast weggemacht. Okay, da bin ich ja nicht drin. Rennt da nicht rein! Jetzt angreifen. Guck mal hier, wie viele Siedler der schon hat. Was? Also, wir könnten jetzt heilen. Aber nur einen immer. So, jetzt könnten wir gleich das Ding angreifen oder wir greifen erstmal noch die Gebäude an. Alles, was ich kacke finde, das sind die Bullen. Da gebe ich dem lieben Mimimimuris recht. Die Bullen sind halt ein bisschen übertrieben. So Magie-Scheiß. Weil das mit dem Feuer sieht nice aus. Also ich finde es bis jetzt aber nice. Es sieht grafisch gut aus. Es ist vom Overlay übersichtlich. Aber es ist krass, wie viele dieses Gamester-Video gesehen haben. Viele hier im Chat waren. Stay safe. Da noch nicht, Leute, da noch nicht. Wir machen erst alle Gebäude platt. Wenn wir dann machen schon alles hier. Be careful! Be careful! Das sieht schon schön aus. Hallo Henry, willkommen im Stream. Oh, jetzt das große Ding. Jetzt dürft er. Oh, wir haben ja eine vergessen. Du darfst natürlich mitkämpfen da drüben. Ah, das ist die Zauberin, die kann nicht kämpfen. Ach, guck mal, das sieht schon nice aus hier mit dem Feuer. Victory! Wir haben gewonnen, Leute. Da kann man wohl mal einmal tröten. Ich finde es cool, dass sich Wohnhäuser, die nebeneinander stehen, optisch verbinden. Als Wohneinheit aussehen. Frage ist, war das jetzt wirklich so, dass wenn du zwei kleine baust, da ein mittleres draus wird? Oder war das schon ein großes, was du da gesehen hast? So, jetzt haben wir noch als drittes Tutorial die Produktion. Das können wir uns auch noch angucken. Machen wir auch. Erster Eindruck ist super bis jetzt, wenn ihr mich fragt. Also, weiß nicht. Klar, er hat jetzt wahrscheinlich die Vollversion gespielt und alles, aber... Elari. Production. So. Lagerhaus. Was wollen sie denn? Missing Line. Also irgendwo ist die Straße nicht verbunden, denke ich mal. Ach, jetzt haben wir das alles. Wir haben das eingenommen quasi. Ah ja. So, select the raw house. Jawohl, also nehmen wir, was? Already producing lumber, but you only have a few, okay. So, und besit. Okay, wir brauchen Stein-Dingsbums. Okay. Wie viel ich Minimum davon haben will, nee, warte, das lassen wir mal. Finde Stone-Dings, das haben wir doch hier, das haben wir schon gesehen, genau. Wir sollen jetzt was abreißen. Guck mal, hier haben sie jetzt eine Fischerhütte. Das sieht aber schon cool aus, wie er da angelt, oder wie sie da angelt. Nicht schon... Schick. So, wir sollen jetzt hier den Turm abreißen.
die Ressourcen aber nicht wiederbekommen, so wie ich das jetzt gesehen hatte. Hallo Felron, was geht? So. Aber eine Steinmine. Ich mag das mit diesen Felsen da, wie gesagt, nicht. Ich würde lieber ohne Raster spielen wollen, aber nun ja. So, wir können das Ganze drehen. Auf R. Dann ist natürlich die Straße dann immer woanders. Okay. So, dann decken wir eigentlich alle ab. So, einmal eine Straße verbinden. Durch diese Kacheln kannst du halt dann auch nicht mehr so schön, schön bauen, sondern du bist halt immer darauf angewiesen, was die Kacheln zur Verfügung stellen. Hier, baut doch mal zu Ende. Was ist denn mit euch los? Was ist das überhaupt? Hallo Sweet Pina, grüße. Dann können die das hier nämlich fertig bauen. Ihr könnt da oben bauen. Du kommst mal hier runter. Du stehst... Ah ne, du stehst nicht rum. Du stehst rum. Ihr könnt mal die Straße fertig bauen. Was hältst du davon? Ich kann fast alles bauen. Ich werde es kümmern. So. Wait till it's finished. I can build almost anything. Wir finden jetzt Steine, genau. What's up? Hexfelder gab es nicht in den früheren Siedlern. Ja, siehste, sag ich doch. Stimmt, da gab's. Alter, früher, da gab's doch hier mit Vorkommen und so. Wo du dann extra das im Berg bauen musstest, dann hast du so grüne Punkte, gelbe, orange, rote. Wenn rot war, aber kacke, da hast du halt kaum was abgebaut. Bei grün war super. Stimmt, das hatte Maurice ja beansprucht, dass man jetzt quasi Felder einfach auf kargem Land bauen könnte. Ja, ist ein Feature, fand ich früher cool. Aber wie gesagt, ich nehme halt das Spiel, wie es ist und gucke mir es dann an, wie es ist. Und nicht vorher, das fehlt mir und das fehlt mir und dann möchte ich Drachen haben, ich möchte Dinosaurier haben, ich möchte Flugechsen haben. Das war's schon. Ey, schon zu Ende? So, Leute, das war erstmal quasi Teil 1 des Angezockts von Siedler Closed Beta. Das war jetzt quasi das Tutorial, alle drei Tutorials durch, um mal ein bisschen reinzukommen ins Spiel und zu gucken, wie es überhaupt aufgebaut ist. Wenn ihr mich fragt, grafisch top, also gefällt mir und das ist ja noch nicht mal auf vollste Grafikeinstellung, sondern das, was Ubisoft vorgegeben hat. Eine Mischung aus Low, Middle und Ultra. Und ja. Ich kann die Kritik noch nicht ganz nachvollziehen, weil, also diese ganze Kritik, sage ich mal, weil bis jetzt hat es Spaß gemacht, es war übersichtlich, es sah gut aus. Klar, es hat einige Features, die alten Siedler hatten nicht, aber an sich macht es jetzt erstmal einen guten Eindruck. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die ersten drei Tutorials fandet. Im zweiten Teil, den verlinke ich euch jetzt gleich mal im Anschluss, machen wir dann noch ein PvP, beziehungsweise ein Match gegen die KI. Und gucken mal, was wir da alles bauen können. Dann erstmal vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns dann zum zweiten Teil, die Siedler, wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.